Dann starten wir bei euch mit Bayer Leverkusen. Okay. Los. Geht's. Ja. Man muss auch mal Glück haben im Leben. Okay, let's go. Glück im Spiel. Glück in der Liebe. Welche Buchstaben stehen auf dem Leverkusener Kennzeichen? L-E-W. V. Einfach also L-E-V. Gut. Wie ging das Hinspiel in der letzten Saison aus? Ich weiß nicht. Du mach einfach was. Wir haben gut gewonnen. 4-0. 4-0. Oh oh. Das Hinspiel. 1-0. Scheiße, 3-0. 7-0. Wie stand's da zur Pause? Nee. Das war schwierig. Ich glaube 3-0. Dann 3-0. Okay, 3-0. Wer traf zum Endstand? Ich weiß, ich bin ausgewechselt. Sag jemand. Bier? Eva, hallo. Ich kann nicht sagen. Bjarki? Wie ging das Rückspiel aus? 5-0. Das war ja dann. Shit. Da war es 3-0 bestimmt. Bestimmt auch 7-0. Wie war der Halbzeitstand? Was war das noch? 2? Ja. 2-0. 4-0. Welche Farbe hatten unsere Trikots im Rückspiel? Grün. Das war... Sind wir schon gemein? Nee, ich muss überlegen, ob wir heim oder aus jetzt. Drück mal. Grün. Auf welchem Tabellenplatz landete die Leverkusenerin am Ende der letzten Saison? Letzte Saison. 10. oder? 9. 10. Ja, wir haben das geschafft. 19? 9? 9 oder 10? Ja, sag 10. 10. Die waren 9. drittletzter. 9. oder 8. Ich glaube drittletzter. Ich glaube, die haben es gerade also geschafft. Also geschafft. Drück mal. 9. Naja, wir sind 12. Ja. 10. Ja. Leverkusen war im Pokal Halbfinale. Wie ging das aus? Ich glaube 3-1 oder so. Ich glaube 3-1. Ja, du hast es gedrückt. 3-1, ja. Oh, ich habe keine Ahnung. 2-0. Welche Tiere sind auf dem Logo von Bayer Leverkusen zu sehen? Löwe? Löwe? Lion? Wie sagst du das auf Deutsch? Oder nicht? Ja, Löwen? Ja? Ja. Löwen. 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 Wie viele? Oh, sind noch mehr als andere. 2, glaube ich. Ja? 2. 2. 2. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Dann fangen wir an mit. Tatsächlich mit Leverkusen. Das sieht ein bisschen anders aus. Wow.
Ja, das war schwierig. Das war ein Spiel. Das war aber diese Ergebnisse, das reicht jetzt. Das war die erste. Das ist so schwierig. Ja, aber dann, also keine Ahnung, da überzeugt, also ich gucke nicht so aufs Ergebnis, also in der Halbzeit wusste ich auch nicht, wie viel es steht.